Die Partnersuche mit Kindern ist für viele eine ziemlich große Herausforderung. Da sind ganz viele Unsicherheiten und auch Fragezeichen. Wie du am besten mit den Kindern umgehst, wie du sie einbeziehst, was du ihnen sagst, wie du einen Partner vorstellst. In diesem Video sage ich dir drei Dinge, die du auf gar keinen Fall tun solltest, wenn du mit Kindern auf Partnersuche bist. Vielleicht denkst du an einigen Stellen, dass du deine Kinder schützt, aber du schützt sie nicht wirklich. Und da sind so ein paar Sachen, die du einfach nicht tun solltest. Herzlich willkommen bei meinem Single-Coaching. Auf dem Kanal findest du ganz viele unterschiedliche Videos, die als Werkzeuge dafür gedacht sind, dass du einen Partner findest und dass du einen Partner findest, der zu dir passt und dir den Weg dahin so angenehm wie möglich gestaltest. Kinder sind dabei natürlich ein riesengroßes Thema. Ich habe eine Playlist, wenn es um die Partnersuche mit Kindern geht. Ich verlinke dir die mal da oben, da findest du unterschiedliche Videos zum Thema Kinder- und Partnersuche. So, was solltest du jetzt aber nicht tun? Als Elternteil ist man meistens darauf bedacht, zu tun, was man kann, um Kinder zu beschützen, um die eigenen Kinder zu beschützen. Und eine ähnliche Tendenz ist auch bei der Partnersuche. Und bei einigen ist deshalb der Gedankengang, die Kinder erstmal rauszuhalten, um sie nicht zu verunsichern, um nicht zu denken, da kommt jemand, der dann vielleicht Konkurrenz ist oder es könnte schwierig für sie werden. Und deshalb gehen einige auf Partnersuche, ohne die Kinder mit einzubeziehen. Mach das nicht, okay? Beziehe die Kinder mit ein und bereite sie darauf vor, dass jemand Neues in dein Leben treten wird. Denn sie bekommen das sowieso irgendwie mit. Es ist so ein bisschen unterschiedlich, was das Alter der Kinder angeht. Ich habe zwei unterschiedliche Videos. In einem geht es um Teenager, die haben ein ganz anderes Verständnis, das verlinke ich dir. Und dann habe ich wiederum ein Video, wo es um Kleinkinder geht, die du anders darauf vorbereitest als Teenager. Aber auch die bekommen das mit, wenn da irgendetwas ist oder stellen sich in ihrer eigenen Welt mit dem Verständnis, was sie haben, ihre Fragen. Das Video verlinke ich dir da auch. Da kannst du gerne im Nachgang einmal gucken, welches Alter für dich relevant ist. Aber du musst sie vorbereiten, denn nur so kannst du ihnen Sicherheit geben. So, wenn du es nämlich nicht tust und die Kinder das merken, dann entsteht Unsicherheit. Dann wissen sie nicht, woran sie sind. Dann kommen viel eher die Gedankengänge, ist Mama dann weg oder kümmert sich Mama nicht mehr oder da ist jemand, den muss ich dann wegschieben, denn ich will ja Mama für mich haben. Das sind so ganz urinstinktliche Gedankengänge, die dann einfach kommen. Und wenn du die Kinder aber von Anfang an richtig mit einbeziehst und ihnen das Gefühl gibst, du bist immer da, ich bin immer für dich da, egal was kommt. Ja, da kommt vielleicht irgendjemand anders, diese andere Person wird ein Plus sein. Wir gucken mal, was das dann wird, was man Tolles zusammen miteinander unternehmen kann. Und sie von Anfang an das Gefühl bekommen, wenn da jemand kommt, ist es was Positives, dann haben sie viel weniger Angst. Und damit tust du deinen Kindern einen riesengroßen Gefallen. Also klammer sie bitte auf gar keinen Fall aus. Punkt Nummer zwei, was du auf keinen Fall tun solltest, ist, nachdem du geprüft hast, Kinder und Partner getrennt voneinander zu halten. Zu Beginn im Kennenlernprozess, ja, da machst du das erstmal für dich und da prüfst du für dich. Und wenn ihr beide dann aber ein grundsätzliches Ja habt, da kommt der Punkt, wo sie sich beschnuppern müssen. Denn je nachdem, wie alt die Kinder sind, und das ist auch was, was du in diesen beiden Videos nach Alter geteilt, dir dann angucken kannst, je nachdem, wie das Alter ist, ihr werdet eine Einheit bilden, ja, ihr werdet Sachen zusammen unternehmen. Und wenn die Chemie nicht stimmt und nicht passt, dann kann das echt sehr, sehr, sehr böses Blut geben und sehr anstrengend werden. Und du musst dir auch nicht wirklich was vormachen. Wenn du langfristig das hinbekommen willst, dass du Partnerschaft und Kinder voneinander trennst, irgendwann wird es dich nerven. Das wird anstrengend, denn Kinder sind Alltag, Partnerschaft ist Alltag und irgendwann gehören die beiden einfach zusammen. Und von daher musst du diesen Punkt abpassen, wo du die beiden dann vorstellst. Das dritte, was du bitte auf gar keinen Fall tust, ist, dass du vom Gedankengang her nach einem Mama- oder Papa-Ersatz suchst. Du suchst einen Partner für dich und du suchst nach jemanden, für den du das i-Tüpfelchen bist und der für dich das i-Tüpfelchen ist. Die Kinder sind mit dabei. Ihr werdet letztendlich eine Einheit bilden und jemand wird automatisch in eine Rolle reinrutschen, in der er oder sie dann Bezugsperson für die Kinder ist. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn eine wirklich, ich sag mal, schöne,
verbindliche Partnerschaft entsteht, dann wird sich das nicht vermeiden lassen und das wird dann automatisch passieren. Aber jemand tut das, weil er mit dir zusammen ist, ja, weil ihr eine Einheit bildet und weil die Kinder zu dir dazugehören. Und das ist die Herangehensweise und nicht andersherum. Es gibt einen Film, den ich total toll finde. Liebe braucht keine Ferien, heißt eine richtig schöne Schnulze. Und am Ende spricht er als alleinerziehender Vater von zwei Kindern, Witwer, er spricht von einem Paket, dass er nur als Paket zu haben ist. Und so ist es. Du bist nur als Paket zu haben, wenn du Kinder hast. Das gehört einfach zu dem Deal mit dazu. Aber es ist eine Sache, wenn du auf Partnersuche gehst und es geht um euch und die Kinder sind mit dabei. Und es ist was anderes, wenn du auf Partnersuche gehst und Mama oder Papa Ersatz suchst. Ich verlinke dir jetzt am Ende ein Video, die 7 Tipps für die Partnersuche mit Kindern. Guck dir das gerne an, denn da geht es auch um diese, ja, um die Einstellung zu Beginn. Worauf kommt es an? Was ist wichtig dafür, dass das dann mit Kindern klappt? Und dafür, dass du es für dich nicht, ich sag mal, als Makel ansehen musst, dass du Kinder hast. Denn das ist es nicht. Es ist ein Plus. Ihr gehört zusammen, ihr seid eine Einheit und jemand wird genau das total toll finden. Und das ist super. Aber so ein paar Dinge, die für dich wichtig sind, wenn du als Einheit mit deinen Kindern auf Partnersuche bist. Tschüss und dann bis im nächsten Video.